Hallihallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute gibt es Hackbraten. Wahnsinn! Das ist in der Tat ein Gericht, das ich so aus meiner Kindheit noch kenne. Das gab es bei uns nicht oft, aber wenn, dann war das was ganz Besonderes. Da ich mit Vegetariern zusammenlebe, gibt es das bei uns, glaube ich, eher nicht. Aber das Schöne ist, hier kann ich für euch ein Rezept ausprobieren aus unserem Wunderkessel Lieblingsrezeptebuch Nummer 9. Genau, aus dem Nummer 9. Und das ist der klassische Hackbraten. Wobei wir, und das sage ich jetzt gleich, eine Rezeptvariante mal ausprobieren werden. Wir werden nämlich den Hackbraten im Varoma machen. In dem Originalrezept steht es im Backofen, das heißt, das könnt ihr auch machen. Aber wir sind hier ja eine Experimenteküche und deswegen probieren wir das wirklich mal aus, wie und ob man Hackbraten auch im Varoma machen kann. Ich bin sehr gespannt und will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir legen los. Natürlich brauchen wir für einen Hackbraten den richtigen Zwiebeln und Knoblauch. Ich habe eine Zwiebel, eine mittelgroße Knoblauchzehe. Die kommen hier in unseren Kessel hinein und Petersilie. Das ist glatte Petersilie, eine gute Handvoll, etwa einen halben Bund habe ich da abgezupft, dass da keine Stängel drin sind. Die kommen ebenfalls dazu und dann wird das Ganze die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 geschreddert. So, das Ganze dann mit dem Spatel nach unten schieben, ganz klar, kennen wir alles schon. Das sind alles so Standardprozedere, die ihr ja alle kennt, wenn ihr öfters mit dem Wunderkessel arbeitet. Und für alle Neulinge, die ich hiermit herzlich in unserem schönen Kanal begrüße, das machen wir bei jedem Mal hier. Immer runterschieben wegen Zentrifugalkraft. So, jetzt ist es nicht zu fein gehäckselt, weil das braucht ja ein bisschen Konsistenz nachher auch für den Hackbraten. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen zu Beginn, es ist kein normaler klassischer Hackbraten, sondern wir machen Hackbraten mit Feta. Ja, aber irgendwie gehört das für mich dazu. Also so ohne Käse irgendwie einen Hackbraten kann ich mir nicht vorstellen. 10 Gramm Öl kommen jetzt noch dazu und dann nehmen wir natürlich ein Pflanzenöl, das sich zum Braten auch eignet. Also Olivenöl wäre da ungeeignet. Deckel drauf und 3 Minuten auf Varoma-Stufe dünsten. Geschwindigkeit gehen wir 1 ein, weil es ist ja jetzt gehäckselt. Wichtig ist nur die Temperatur und die Zeit. Dann bis gleich. So, als nächstes kommen Karotten dazu. Unsere Zwiebel-Paprika-Knoblauch-Mischung ist schon angedünstet. Ich habe hier 2 Karotten oder Möhren schon mal in Stücke vorbereitet und die zerkleinern wir jetzt noch 4 Sekunden auf Stufe 6. So, und jetzt ist eigentlich alles, was wir häckseln und vorbereiten müssen, soweit fertig. So sieht es dann aus hier. Dieses Rezept, das sage ich jetzt gleich nochmal dazu, aus unserem Lieblingsrezepteband, leider vergriffen, aber die Rezepte findet ihr ja alle im Forum und auch hier im Kanal. Dieses Rezept ist für den TM31 ursprünglich konzipiert. Ihr braucht euch da also keine Sorgen, was die Menge anbelangt, zu machen. Als nächstes kommen in unseren Mixtopf eigentlich alle anderen Ingredienzien. Natürlich für Hackbraten Hackfleisch. Das sind 500 Gramm, halb und halb. Dann haben wir hier 2 Eier, die kommen noch dazu. Feta, habe ich schon gesagt, könnte man mit Sicherheit auch durch anderen Käse ersetzen, aber ich finde Feta großartig. Das sind 150 Gramm, habe ich auch schon mal ein bisschen gestückelt. 50 Gramm Paniermehl. Paniermehl könnt ihr natürlich im Thermomix auch wunderbar selber machen. Alte Brötchen ganz klein schreddern auf Stufe 10. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ich habe jetzt fertiges Paniermehl. Etwa einen halben Teelöffel Salz. Pfeffer war das, Entschuldigung. Pfeffer natürlich. Salz kommt aber auch rein. Und zwar etwa ein Teelöffel. So.
ein ganz klein bisschen Paprika, edelsüß habe ich hier. Machen wir so ein Viertel Teelöffelchen von. Zack. Und das Ganze wird jetzt nochmal gemixt. Und zwar auf Stufe 8 für 20 Sekunden. Ich glaube, man könnte auch die Teigstufe verwenden, aber ich halte mich jetzt mal ans Rezept. 20 Sekunden, Stufe 8. Na, ob das jetzt so geworden ist, wie ich das gerne hätte, sehen wir gleich. Wie gesagt, ich hätte es ja rein gefühlsmäßig mit der Teigstufe gemacht, aber ihr könnt das ja kontrollieren. Ihr seht ja, hier ist zum Beispiel, da ist noch ein bisschen viel, was noch nicht gemacht wurde. Ich würde das jetzt einfach noch mal ein paar Sekunden, irgendwie noch mal so 10 Sekunden würde ich es vielleicht doch noch mal auf Stufe 8 laufen lassen. Also man sieht das schon hier, da ist noch so ein bisschen, wo noch kein Gewürz rangekommen ist und so. Das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen, dass das eine schöne homogene Masse ergibt. Also ich lasse noch mal 10 Sekunden laufen. Stufe 8 wieder. So. Ja, das sieht schon besser aus. Das Ganze macht ihr jetzt wie folgt. Ja, ihr diese Hackfleisch Masse hier, also diese Hackbratenmasse ist ja nicht mehr nur Hackfleisch, die könnt ihr jetzt in eine kleine Kastenform geben, die ihr entweder mit Backpapier ausgelegt habt oder gefettet habt. Und dann kommt das Ganze bei 200 Grad für eine Stunde in den Ofen. Dann haben wir den klassischen Hackbraten. So steht es auch in unserem Rezeptbuch. Aber wir haben ja gesagt, heute probieren wir was aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es funktioniert, denn wir machen das Ganze in einem Bratschlauch und dann in den Varoma. So, ich habe das jetzt hier mal in den Bratschlauch eingefüllt. Müsst natürlich gucken, dass das alles etwa die gleiche Dicke hat. Ah, und ich merke, es passt gar nicht ganz rein. Also müssen wir doch noch ein bisschen zusammenschieben. Ich bin echt gespannt, weil das wird jetzt ja dann doch ein etwas dickerer Hackbraten. Mhm. Gut, wenn man eine kleine Kastenform genommen hätte, so wie es im Rezept steht, wäre die auch nicht viel größer gewesen. Also, dann machen wir das mal. Irgendwie, ich bin sehr gespannt. Also, so sieht es jetzt aus. Machen wir das Deckel drauf. Ich habe jetzt 800 Milliliter Wasser etwa im Kessel und ich würde mal von einer Stunde ausgehen. Ja, also ich denke, das würde genügen. Ja, wir machen jetzt mal eine Stunde und zur Not hauen wir einfach noch ein bisschen was drauf. Dafür probieren wir das ja für euch hier aus, ja, damit ihr zu Hause dann nachher den perfekten Varoma Hackbraten habt. So, auf geht's. Varoma 60 Minuten, go. So, unser Thermomix klingelt und ich habe dem starken inneren Bedürfnis, zwischendurch mal reinzuschauen, echt widerstanden. Ich habe nicht gelinst vorher, ne? Bei uns hat man Linse. Ja? Ich bin sehr gespannt. Okay, gut. Es sieht jetzt natürlich nicht so aus wie aus der Backform, aber was ich euch schon mal sagen kann, es ist fest geworden. Ja? Mehr oder weniger. Wobei unglaublich viel Flüssigkeit rausgelaufen ist. Ich nehme auch an, das ist nicht unbedingt schlecht. Ich schau mal. Also ich hoffe, dass er jetzt nicht dadurch trocken geworden ist. Ich schneide den jetzt mal hier frei. Und mach das mal. Boah, riechen tut es super. Das ist toll. Also es sieht jetzt nicht aus wie ein Hackbraten, so aus dem Ofen. Aber wie gesagt, die Alternative habt ihr ja. Im Originalrezept heißt es ja in den Ofen damit. Aber wir probieren für euch die Sachen aus, die ihr dann zu Hause vielleicht auch besser nicht macht. Aber warten wir mal ab. Also ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, wie ich das am geschicktesten darüber kriege. Komm, jetzt egal. Denn es ist schon irgendwie
witzig. Das ist auch gar nicht so viel, das ist eigentlich jetzt hier nur so ein bisschen Fleisch noch und der Rest ist einfach nur Flüssigkeit. Ich lasse die mal beiseite stehen, vielleicht kann man da irgendwie noch eine Soße oder sowas draus machen. Aber jetzt schneide ich mal auf. Wie gesagt, wenn er nicht trocken ist, bin ich schon mal sehr zufrieden. Die Form ist mir ehrlich, der ist ganz weich, also ist cool. Und er ist auch durch, ja. Das waren jetzt 60 Minuten. Der ist überhaupt nicht trocken. Guck mal, ich hole mir mal noch einen Teller. Andere Schublade, anderer Schrank hier, da sind wir. Ich hole mir mal einen kleinen Teller. Und dann schauen wir mal. Also gut aussehen tut es. Ja, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich bin sehr überrascht. Was schön ist, halt auch die Farbe, ne, mit den Karotten noch und das ist alles. Das schmeckt richtig gut. Das schmeckt wirklich gut. Also, ich bin ganz ehrlich, es ist vielleicht jetzt nicht das, was ich so unter einem Hackbraten verstehen würde, weil er wurde ja nicht gebraten. Aber mit was kann man das vergleichen? Der Brühwurst, aber ich weiß, es ist ein Quatsch, aber ich finde es total gut. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich bin froh, dass wir das so gemacht haben. Ganz ehrlich, also eine absolut neue Erfahrung. Weil das ist wirklich fluffig. Fluffig ist das richtige Wort und es schmeckt echt gut. Man schmeckt wirklich jede einzelne Komponente noch aus. Petersilie, die Karotten, Schafskäse sowieso. Und ich bin total begeistert. Wie gesagt, hier, ja, da könnte man auf jeden Fall, das kann man als Soßengrundlage noch verwenden. Müsst ihr mal bei uns im Forum gucken, wunderkessel.de, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Vorschläge für Soßen. Vielleicht habt ihr auch eine Vorschlagssoße, die könnt ihr gerne hier unten drunter posten. Dann probieren wir die mal aus. Das passt perfekt zu Kartoffeln, Gemüse und mit Sicherheit, wenn man das abkühlen lässt, auch kalt aufs Brot. Ich glaube, dass ich bin total begeistert. Wirklich. Habe ich nicht mit gerechnet. Und das ist eigentlich immer das Schöne, dass wir hier nicht diese hochgestylten, food-designten Sachen machen, wo dann jeder sagt, wow, das sieht so toll aus und zu Hause kriegt man es eigentlich nicht hin, aber es ist mir egal, ob der jetzt zu Hause so aussieht, Hauptsache es schmeckt. Ja, wenn ich jetzt für Freunde koche oder sowas, machen wir das natürlich nochmal anders, aber wir probieren die Sachen hier für euch aus und genau so würde das bei euch aussehen, wenn es bei euch aus dem Varoma kommt. Ja, und deswegen finde ich das so spannend, dass wir hier ganz, ganz viele neue Sachen ausprobieren. Ich hoffe, ihr probiert das auch mal aus und ihr könnt mir gerne schreiben, wie das gelaufen ist. Vielleicht schickt ihr mir auch ein Foto, wie genau dieses Rezept aussieht, wenn ihr es aus dem Backofen geholt habt. Das würde mich jetzt noch interessieren, weil das machen wir jetzt natürlich nicht mehr, aber interessieren wird es mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sehen uns im Forum oder bald wieder hier auf dem Wunderkessel-Kanal. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit.